Heute war es soweit. Der Bundesfinanzhof urteilte in zwei Verfahren, in dem die Kläger, ein ehemaliger Zahnarzt und ein Steuerberater im Ruhestand, eine Doppelbesteuerung ihrer Renten monierten. Die Hintergrundinformationen zu diesen beiden Klagen findest du auch im oben angezeigten Video. Beide Klagen wurden zurückgewiesen, da in beiden Fällen keine Doppelbesteuerung vorliegt. So urteilten zumindest die Richterinnen und Richter des obersten deutschen Steuergerichts. Weshalb die Revision der Kläger und deren Ehefrauen unbegründet seien. Aber, und das hatte ich ja auch schon erklärt, trotz aller Verärgerung, die sich jetzt wohl bei dem einen oder der anderen von euch breit macht, es handelt sich lediglich um Einzelurteile zu diesen zwei konkreten Fällen und nicht um die generelle Thematik der Doppelbesteuerung. Hier scheint es nämlich tatsächlich Hoffnung zu geben. Was das für dich bedeuten kann, erfährst du nach einem kurzen Intro. Herzlich willkommen bei der Versicherungsschneiderei 24. Mit dem Thema Doppelbesteuerung von Renten beschäftige ich mich ja regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal. Ich denke auch nicht, dass nach dem heutigen Urteil die Thematik abgeschlossen ist. Dafür sind die Signale des Bundesfinanzhofs zu eindeutig. Wenn dir mein Kanal und die Inhalte gefallen, lass doch ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du künftig keine neuen Inhalte. Und über eure Meinungen und Kommentare zum Urteil freue ich mich besonders. Fest steht, der Fiskus darf die Bürger nicht zweimal zur Kasse bitten. In den konkret verhandelten Fällen konnte der BFH aber keine verbotene doppelte Steuerlast erkennen. Denn die Kläger hatten wohl im Ruhestand mehr steuerfreie Renten erhalten, als sie im Berufsleben an Altersvorsorgebeiträgen versteuert hatten. Wir können das jetzt nicht nachrechnen, aber sei es drum. Beide Kläger sind seit mehr als 10 Jahren im Ruhestand. Damals galten andere Bemessungsgrößen als heute. Und das sieht der Bundesfinanzhof auch so. Denn späteren Rentnerjahrgängen droht nach Einschätzung der Richter und Richterinnen sehr wohl eine Doppelbesteuerung ihrer Renten. Und deshalb fordert das Gericht auch umfassende Änderungen bei der Besteuerung von Renten. Schließlich werde der Rentenfreibetrag für jeden neuen Rentnerjahrgang von Jahr zu Jahr kleiner und dürfte daher künftig in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem Einkommen geleisteten Teile der Rentenversicherungsbeiträge auszugleichen. Und obwohl beide Urteile zum Ungunsten der Kläger ausgefallen sind, wird das Urteil weitreichende Folgen eben für künftige Rentnergenerationen haben, wie etwa der aktuellen Mitte-40-Jährigen. Denn der BFH macht dem Gesetzgeber nun erstmals konkrete Vorgaben, wie eine doppelte Besteuerung vermieden werden kann. Zu diesen konkreten Vorgaben gehört zum Beispiel, dass der Grundfreibetrag bei der Berechnung des steuerfreien Rentenbezugs unberücksichtigt bleiben muss, denn dieser diene der Absicherung des Existenzminimums und dürfe nicht ein zweites Mal herangezogen werden. Auch müssen zukünftig die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die der Steuerpflichtige selbst trägt, unberücksichtigt bleiben. Klingt vielleicht nicht so spannend, aber dem Staat drohen damit erhebliche Einnahmeverluste. Man rechnet pro Jahr mit einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag. Nach Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft werden sich die Mindereinnahmen bis 2040 auf schätzungsweise 90 Milliarden Euro belaufen. Von den künftig unrechtmäßigen Doppelbesteuerungen scheint Selbstständige stärker als Arbeitnehmer betroffen zu sein. Genauso sind Männer aufgrund der niedrigeren Lebenserwartung stärker als Frauen betroffen und ledige mehr als Verheiratete. Und gerade die statistisch höhere Lebenserwartung der Frauen soll laut Bundesfinanzhof in Zukunft mit berücksichtigt werden. Konkret bedeutet das, dass beim steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge, sondern auch die eines möglicherweise länger lebenden Ehegatten aus dessen hinterbliebenen Rente zu berechnen sind. Vor 2005 war lediglich der sogenannte Ertragsanteil der gesetzlichen Rente steuerpflichtig, was ungefähr einem Drittel der Rente entsprach. Dafür wurden die Rentenbeiträge aus bereits versteuerten Löhnen entrichtet. Beamte dagegen mussten ihre Pensionen auch damals bereits voll versteuern, weil sie ja während ihrer Dienstzeit keine Beiträge leisteten. Also, es bleibt auch nach den Urteilen spannend. Hier ist die letzte Schlacht noch nicht geschlagen. Aber trotz der emotional geführten Diskussion sollten wir eins nicht vergessen, dass es sich wirklich nicht um die generelle Rentenbesteuerung, sondern lediglich um mögliche Doppelbesteuerungen geht. Und dass aktuell 75% der Rentnerinnen und Rentner faktisch gar nicht betroffen sind, da sie ohnehin keine Steuern zahlen. Ich gehe aber davon aus, dass die nächsten Klagen nicht lange auf sich warten lassen und dass gegebenenfalls bei jüngeren oder zukünftigeren Rentnern die Sache ganz anders ausgehen könnte. Ich hoffe, euch hat mein Video zumindest besser gefallen als das heutige Urteil.
Lass mir dann doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund. Euer Thomas Schneider.